Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich bin heute wieder mal in der Natur unterwegs, diesmal am Vogelsberg. Und da gibt es so einen Höhenrundweg oder wie der heißt. Der führt am Hohen Rutzkopf vorbei und dann an so ein paar Teichen etc. pp. Und da nehme ich euch einfach mal mit. Generell habe ich hier schon auf über 700 Meter geparkt. Ich meine, sehr viel höher geht es nicht. Aber, also hier jetzt, aber schauen wir mal, was uns dort erwartet. Ich zeige euch jetzt mal ein bisschen was von dem Weg vor mir. So, was man hier sieht, ist der Funkturm auf dem Hohen Rotskopf. Und davor sieht man vielleicht auch schon so eine Brücke. Ich weiß allerdings jetzt nicht, ob man da drüber kommt, aber ich werde es gleich mal ausprobieren. Ja, heute ist ein Mittwoch und dafür muss ich sagen, ist hier ganz schön was los. Aber im Gegensatz zum Taunus ist hier halt jetzt nicht ganz so viel bewaldet an den Hängen seitlich. Man hat halt dadurch auch eine andere Sicht vom Berg runter. Ja, gefühlt bin ich noch keine 500 Meter gelaufen. Da ist man auch schon auf dem Hohen Rotzkopf und sieht halt die verschiedenen Kioske. Für das leibliche Wohl wird hier natürlich gesorgt. Hier gibt es auch eine Sommerrodelbahn etwas weiter drin. Aber ich denke, da gehe ich heute nicht hin. Ja, abgesehen von Treffpunkten für Motorradfahrer gibt es hier auch einen Kletterwald, wo man sich etwas austoben kann. Ich denke, da haben wir auch vorhin die Brücke gesehen, die gehört wahrscheinlich hierzu. Den Turm, den wir gerade gesehen haben, das ist also ein Fernmeldeturm. Ich habe hier gerade ein Schild gefunden. 140 Meter hoch, 8,5 Meter Durchmesser am Fuß. Die Kanzel ist zwischen 75 und 83 Meter. Und der Durchmesser der Kanzel 33,3 Meter. Ist schon nicht verkehrt. So, jetzt gibt es hier so einen kleinen Rundgang an dem Turm vorbei. Diesen Weg, diesen Hochkletterdingskirchen, was wir gerade gesehen haben, da ist wohl hier irgendwo der Eingang. Ich will jetzt mal gucken, ob man da einfach so drauf kommt oder ob man da irgendwie irgendwo irgendwas mitbringen muss. Also so wie es aussieht, bin ich wohl hier falsch. Also hier geht es zwar rein, aber hier ist jetzt ein Gatter, wo ich bin. Und dahinter sind ein paar Schafe. So. Gehen wir hier mal weiter. Mal schauen, was es hier noch so alles gibt. Ich habe jetzt auch den Eingang gefunden. Für diesen Pfad. Und der liegt also, wie ich gerade gelernt habe, bei 8,50 Euro für Erwachsene. Ich blende es euch gleich nochmal ein. Das ist also schon, sag ich mal, ein interessanter Preis für diesen Pfad. Aber für Kinder etc. pp. Ist es natürlich etwas günstiger. Ich laufe jetzt erstmal den Wanderpfad weiter in Richtung Taufstein. Wie man das auch so schön hier sehen kann. Weil ich ja primär nicht hier bin, um irgendwie hier da oben Bauch voll zu hauen in den Restaurants oder sowas, sondern ich wollte mir einfach mal die Gegend wieder mal anschauen. Es ist schon sehr lange her, dass ich hier war und dachte mir, dass das mal interessant ist. Und bisher, von der Natur her, bin ich nicht enttäuscht. Ist natürlich relativ viel los. Jetzt ist aber auch nicht so unverständlich, weil letzten Endes, wir haben ja Ferien. Und es ist schönes Wetter, trotz dass wir späten Nachmittag haben. Was ich hier noch finde, abseits des Weges, das sind hier so Tafeln. Da ist dann immer hier zum Beispiel die Hummel drauf mit ein bisschen Information. Und dann sieht man hier jetzt zum Beispiel nochmal, ne, kann man sich noch ein bisschen weiterbilden. Und hier, das sieht aus wie so ein Barfußfahrt oder ähnliches. Ich will mal genau gucken. Ach nee, hier zum Weitspringen. Also wenn hier jemand
sich gerne mal beweisen möchte im Springen, dann gibt es hier eine kleine Sandgrube. Ach ja, und da sind natürlich noch hier, wie man sehen kann, die Tiere sind hier noch angegeben und wie weit die eigentlich springen. Also man fängt hier vorne an der Stelle, dann hat man halt hier den Floh, die Waldmaus, Springspruch, Heustrecke und da hinten auch noch den Menschen. Das ist ein Weltrekord. Und den Rothirsch. So, nun noch mal ein paar Informationen. Also ich habe diese Strecke in der ADAC Trip App, das ist keine Werbung, sondern die hatte ich mir halt mal runtergeladen. Da sind für die Gegend immer so verschiedene Angebote, was Wanderwege und sowas angeht. Da hatte ich die gesehen. Und man braucht es jetzt theoretisch nicht, weil wenn man hier in so eine Region fährt, dann findet man eigentlich immer irgendwie Ausschilderungen für Wanderwege etc. pp. Aber hier kriegt man halt auch noch angezeigt, wie weit das ist, wie viele Höhenmeter und. Und in dem Fall, glaube ich, ist die Strecke, die ich jetzt laufe, 8,3 Kilometer lang und sollte so um die 2 Stunden, je nachdem, wie schnell man läuft, wie langsam man läuft. In meinem Fall, wenn ich immer noch was nebenher filme und auch noch mal neben reingehe, wenn ich irgendwas sehe, dann kann es natürlich etwas länger dauern. Ja, höhentechnisch, wenn ich mich jetzt nicht irre, kommt der Vogelsberg auf knapp 800 Meter. Also nicht ganz, aber knapp. Und ist von daher gar nicht so flach. Wir befinden uns hier immer noch in Hessen. Der höchste Berg hier ist die Wasserkuppe. Und ansonsten ist es halt eher hügelig. So, die meisten Sachen liegen dann irgendwo zwischen 600 und 700 Meter. Die meisten Erhöhungen. Also von daher ist das hier schon ganz angenehm. Ja, und wie wir schön sehen können, führt uns jetzt der Weg vom Hohen Rotskopf in Richtung Bismarckturm, den wir uns jetzt als nächstes mal anschauen werden. Also in der Theorie wäre das jetzt hier der Eingang gewesen zu dem Bismarckturm. Der ist aber aus irgendwelchen Sicherheitsgründen gesperrt. Das ist mir noch nicht ganz so klar, weswegen. Aber leider kommt man dort nicht hin. Dass der Bismarckturm jetzt nicht erreichbar ist, finde ich schade. Ich glaube auch nicht, dass es hier drumherum noch irgendwo eine Möglichkeit gibt. Der ist nämlich auch auf dem Taufstein, glaube ich, heißt es. Und das wäre praktisch die höchste Erhebung hier. Aber was nicht sein soll, soll nicht sein. Da kann ich ja jetzt auch nichts ändern. Im Übrigen ist das hier alles Naturschutzgebiet, wie man sich vielleicht denken kann. Und man hat auch hier so kleine, ich nenne sie jetzt mal nicht Klippen, aber man sieht hier so Steinbruchkanten, wie zum Beispiel hier hinter mir, wenn man mal genau hinguckt. Hier an der Stelle hier. Ich zoome mal rein. Ja, wie wir vorhin ja auf dem Schild gesehen haben, ist der Vogelsberg ein altes Vulkangestein. Und hier findet man halt auch relativ viel Basalt. So, jetzt bin ich mal gespannt, wie es hier auf der Strecke weitergeht, ne? Was ich hier nicht so schön finde, das sind die vielen Straßen, die halt unmittelbar in der Nähe von den Wanderwegen sind. Damit auch der verbundene Lärm. Man kann halt nicht ganz so schön die Natur wahrnehmen, weil immer irgendwo Motorengeräusch ist. Aber ansonsten ist das hier schon ganz schick. An der Stelle hier
bin ich eben einen anderen Weg gelaufen. Weil der Weg, der dort angezeigt wurde, da musste ich erst ein Stück an der Straße entlang. Da hatte ich jetzt ehrlich gesagt nicht so viel Lust drauf. Also es war da an so einem Parkplatz. Dann ging es da halt weiter. Hier sind wir jetzt wieder bei so einem Ausguck, hätte ich fast gesagt. Und zwar hier, wie wir der Informationstafel entnehmen können, ist das hier das sogenannte Hochmoor. Und wie ihr sehen könnt, sieht man da im Moment nicht sehr viel. Man hört aber einiges. Es ist halt jetzt alles zu mit Pflanzen bzw. Gräsern. Und folglich sieht man da nicht allzu viel. Aber der Vollständigkeit halber wollte ich das erwähnt haben, dass das hier auch gibt. Jetzt bin ich wieder ein Stück weiter und hier geht der Weg ab und man kann jetzt hier praktisch in Richtung Geiselstein gehen. Der ist auf 720 Meter und das wäre dann eine weitere Erhebung hier auf dem Weg. Ist natürlich ist eine Strecke, die läuft man hin und auch die gleiche Strecke wieder zurück, also ist nicht direkt mit auf dem Pfad praktisch mit enthalten. Also ich weiß jetzt nicht genau, was die hier für ein Problem haben. Aber auch der Geiselstein ist gesperrt, man kommt da nicht hoch. Bin mir jetzt nicht sicher, ob das was mit der aktuellen Zeit zu tun hat oder womit, aber ich finde es schon sehr seltsam. Oder das ist halt nicht kontrolliert worden, dass die ganzen Hölzer nicht morsch sind oder was auch immer, aufgrund der aktuellen Situation. Ja, das ist ja heute so ein bisschen ein Reinfall, weil jetzt sind schon zwei von den drei Dingern gesperrt gewesen. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung wieso, wird schon seinen Grund haben, aber es ist sehr schade. Vor allen Dingen auch, weil weiter vorne ja damit auch der Weg zum Bismarckturm nicht begangen werden konnte und somit konnte man sich den Turm nicht anschauen. Da das hier alles so eine Warnzone ist und praktisch eine Flugverbotszone für Drohnen, kann man da auch nicht einfach so mal hinfliegen. Es ist natürlich alles ein bisschen problematisch. Aber dann werden wir mal weiterlaufen. Und ich glaube, da sind noch verschiedene andere Dinge, die wir auf dem Weg sehen können. Ein kleines Stück weiter und wir haben den Ellersbach gefunden. Wobei Bach, das sieht mir eher nach so einem stehenden Tümpel aus. Ja, was hier ausgeschildert wurde, das ist die sogenannte Goldwiese. Zu der habe ich jetzt natürlich keinerlei Hintergrundinformationen. Die sieht auch bewirtschaftet aus, also sprich, dass irgendjemand das Gras zumindest mal abschneidet. Aber ist schon ganz hübsch mit den Bäumen, die da drumherum stehen. Ja, wie wir sehen können, ist der Hohe Rotzkopf in die eine Richtung beim Höhenrundweg 3,8 Kilometer entfernt. Und in die andere Richtung 4, also sind wir jetzt irgendwo so in der Mitte. Jetzt bin ich ein Stück weiter gelaufen auf dem Weg. Da stand ja ein Schild Nidderquelle. Ist natürlich interessant, wenn das tatsächlich die Nidderquelle ist, wovon ich jetzt mal ausgehen muss. Das gibt ja noch ein recht schönes Flüsschen, was ja nachher auch noch gestaut wird, etwas weiter unten an der Niddertalsperre. Das wäre ja lustig, wenn ich das gerade dort die Quelle gehabt hätte. Ja, der Teil von der Strecke ist jetzt mehr bewaldet und damit auch ein bisschen schattiger. Und gerade jetzt, wenn es warm ist, ein bisschen angenehmer. Aber natürlich sind hier auch Viecher überall. Boah, ich glaube, bisher bin ich noch nicht gebissen oder gestochen worden. Also toi toi toi. Jetzt bin ich von der anderen Seite am Hochmoor. Und haben wir auch wieder so Informationstafeln. Mit dem Torfmoos, der Moosbeere, was es hier so alles gibt. Natürlich kann man da jetzt nicht drauf und sollte man dort auch nicht drauf. Der Blick ist natürlich ähnlich zu dem, was wir vorhin schon gesehen hatten vom Moor.
Ja, eben auch von der anderen Seite. Ich bin jetzt ein kleines Stück weiter. Jetzt haben wir hier, wie ihr schon gesehen habt, eben sogenannte Forellenteiche. Keine Ahnung, ob das jetzt künstlich angelegt ist. Auf der anderen Seite sieht wieder so ein bisschen nach Moor aus. Sehr idyllisch. Kann man nicht anders sagen. Was man hier jetzt sieht im Hintergrund, das scheint so eine spezielle Unterkünfte zu sein, in so kleinen Fässern, wie man das da hinten sieht. Die kann man wohl hier buchen. Von hier kann man diese Taufsteinhütten auch noch mal sehen. Das ist ein ganzer Komplex, da sind dann noch Restaurants und so ein Kram dabei. Ich bin jetzt wieder zurück beim Auto. Es war eine schöne Strecke gewesen. Ich kann die auch nur empfehlen. Also, falls ihr mal hier in der Nähe seid, lohnt sich auf jeden Fall. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch einen Daumen da und ansonsten sage ich ciao, bis zum nächsten Mal, ihr Lieben. Macht's gut.